chart a course, the unstoppable force, pale horse riding in town. Yeah. He set and sail with the object to fail. You can bet I'm gonna break it down. So, ihr kleinen Käseschnittchen. Moment mal, das ist kein Outro. Na, egal. Also, ihr Käseschnittchen. Letzte Woche war vor allen Dingen Plan machen für das Stehlen des Knotens für die IC-Brecher in diesem kleinen abgezäunten Areal. Plan ist im Wesentlichen rein raus. Klingt einfach, ist auch so. Und ich glaube, heute ist auch noch ein bisschen Plan machen, bevor es dann losgeht, oder einfach nur direkt los. Eins von beiden, ich bin wie immer gut vorbereitet. Ach ja, das komische Geblinge da, das ist TS-Chat-Geräusch, falls das jemand nicht weiß. Bestimmt weiß das niemand, weil ich Daddys Aufnahme nehmen musste und das nicht ausgestellt hat. Und dafür habe ich ihm natürlich den Penis amputiert. Viel Spaß und bleib geil. Außer Daddy, du wohl nicht mehr. Hey, ich war viel zu cool und habe dieses Geräusch rausgeschnitten. Also es ist jetzt doch nicht da, aber in der nächsten Folge, denn da ging's nicht immer. Jetzt aber Attacke. Was war das letzte? Sauerkirschen. Stimmt, Jojo darf mal 6 Würfel würfeln. Ja, 2 Erfolge. Was sind denn eure nächsten Schritte? Ja, wir warten ja noch auf die Programme. Innerhalb der nächsten 4 Tage. Genau. Hat er gesagt. Ansonsten würde Jojo vermutlich irgendwann dann in diese Tunnel reinkriechen, um das schon mal zu präparieren. Und vielleicht schon mal alles so zu präparieren, dass wir da einfach rausrennen können. Ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass da nochmal jemand reingeht in dieser Zeit, ist echt gering. Na gut, irgendwann eine Zeit abzupassen mit Ablenkung der beiden, die auch anders ausfallen kann. Wo du reinschlüpfen kannst, ja, kann man machen, aber du kannst mir trotzdem mal schleichen würfeln dafür. Ziehe die Rabutnik-Arbeiteruniform an. Dann würfelst du mir Gebräuche. 4 Erfolge. Wenn du nicht schlecht würfelst und Daddy nicht schlecht würfelt und Diddy nicht schlecht würfelt. Würfelst du schlecht? Würfelt er besser? Nein, er würfelt schlecht. Du hast mir deinen Fluch verpasst. Zum Glück glaube ich nicht an Flüche. Also, du schlüpfst nein. Du musst da nicht mal reinschlüpfen, du musst ja bloß mit stolz geschwellten Tittchen da reinhüpfen. Natürlich, immerhin habe ich den Notfallcode verändert. Zum Beispiel das auch. So, was willst du denn da genau machen? Und bei welchem Haus oder Häusern? Na, ich gucke mir das jetzt erstmal alles an. So. Ui. Wenn ich weiß, jetzt nochmal mit eigenen Augen, wenn ich davor stehe. Wenn ich weiß, kann ich irgendwie, ich kann ja einigermaßen ausmachen, was wo wie hingehört. Ja, selbstverständlich. Gut. Das heißt, ich kann welche Häuserkomplexe oder Gebäudekomplexe wären denn betroffen, wie wo? Also welche kann ich überhaupt manipulieren? Alle außer unten. Alle außer das Ziel. Und die Werkstatt nur in Teilen. Gut, aber die haben ja den Teil, wo dieser Wagen von den Bullen steht, da wo die sich da koordinieren und alles, den kann ich wegnehmen von den Gebäuden und da wo die wahrscheinlich angeschlossen sind. Nein. Das Fahrzeug braucht keine krasse Stromversorgung von außen. Der Zaun hat eigene Generatoren und so ein Shit. Die Straßenbeleuchtung drumherum kannst du wegballern, ja. Aber der Zaun bleibt unangetastet.
Das ist ja gar nicht so cool. Damit auch alle Eingänge, Ausgänge. Welche Ausgänge? Na, es gibt ja nur da, wo böse ist, da gibt's ja einen, da ist es offen, ne? Da ist ein Chokepoint, ja. Kann ich auch die Stromversorgung von dem kleinen U-Bahn-Abschnitt wegnehmen? Ja. Dann möchte ich gegebenenfalls den auf jeden Fall dann manipulieren, weil wenn wir da raus wollen... Bleiben die Türen zu. Bleiben die Türen zu, genau. Und also, der Notfallknopf wird dann unter Umständen trotzdem funktionieren, ja. So, aber wenn, dann sind wir ja schon in den Tunnel drin. Das heißt, wir wollen in die Tunnel rein, dann den Strom kappen, damit die uns nicht hinterher können. Ja, also die Wartungstüren haben ein eigenes Stromsystem, an das du rankommen könntest, das du aber vermutlich nicht manipulieren willst. Denn wenn du das machst, dann sind die Türen zu. Nein, da will ich erstmal nicht ran. Okay. Aber von außen. Ja, alles, was überirdisch ist und ja. Genau, das will ich dann auf jeden Fall wegnehmen können. Weil und dann, die Rolltreppe. Aber dann. Oh nein. Dann können die auf jeden Fall nicht rein. Dann kommen die schon ja nicht runter. Es gibt keine Rolltreppe mehr, die geht. Genau. So. Und dann. Irgendwie noch was gegebenenfalls, oh Gott, was würde uns denn da noch was bringen, wenn wir da noch den Strom wegnehmen? Alles, was die Bullen betrifft, ist irgendwie... Naja, ist ja also, du wirst auf jeden Fall schon ziemlich Ärger haben, wenn überall der Strom aus ist. Weil Menschen neigen dazu, wenn Stromausfall ist, sauer zu sein. Und eventuell mal nach draußen zu gucken. Das stimmt. Es sorgt für genügend Unruhe, auf jeden Fall, wenn der Strom ausfällt. Das Problem ist, es sorgt dafür, dass die Leute nach draußen gucken, eventuell. Wir wollen nicht, dass die Leute nach draußen gucken. Das ist uns dann aber schon egal, weil dann sind wir ja schon da unten drin, wenn wir das auslösen. Das ist sozusagen unser Abhauplan. Also... Ich würde die beiden jetzt unabhängig voneinander machen. Ich würde vielleicht einen machen, um Chaos zu stiften, nämlich da die ganzen Wohnhäuser, in die ich reinkomme. Und das andere wäre die U-Bahn separat, das als unseren Abhauplan quasi. Also zweierlei verschiedene Sachen. Okay. Wie soll der Auslöser sein? Am besten irgendwie eine bestimmte Nummer, die ich dann anrufe oder sowas. Also Matrix. Matrix, die Verbindung wird reichen, solange du wenn du außen an der U-Bahn-Station am Gebäude dran stehen würdest, das wäre ungefähr die Reichweite. Dann innerhalb des Tunnels die ganze Zeit und auf der anderen Seite nur bis zum Ende des Tunnels ungefähr. Was ist dann, wenn ich gegebenenfalls noch ein extra so ein kleines Comlink oder sowas, das mir die Verbindung hält, quasi von innen an die Tür lege oder da irgendwo hinlege? Dann ein bisschen weiter. Aber das wirst du natürlich schlecht einrichten können in eurem Zielgebiet. Okay. Vor allen Dingen, umso länger das da liegen würde, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand findet. Denn nach 6 Stunden hatte Kaban ja auch Bedenken nach einem sehr guten Wurf, dass man seine Drohne vielleicht entdeckt. Du hast keinen sehr guten Wurf in elektronischer Kriegsführung. Das ist absolut richtig. Nein, das aber es wäre eine Möglichkeit, das gegebenenfalls kurz vorher noch dahin zu legen oder sowas. Ja. Gut, dann würfelst du mir jetzt 2 Proben. Industrielle Mechanik. Und ja, Elektrizität ist offensichtlich Mechanik. Das ist das gleiche Teilgebiet der Physik. Nämlich Industrie. Ja, genau. Quantenindustrie, Mechanik, Elektrizität. Und ja, du darfst es MacGyver, wenn du das willst.
Okay. Passt. Ich gehe davon aus, dass ich das zumindest so hinkriege, dass ich keine Finger abdrücke oder DNA-Spuren hinterlasse. Ich gehe davon aus, dass das, dass ich das nicht mit einer Antwort würdigen muss. Und dann platzt dein Latex-Handschuh. Wieder mal Kindergröße gekauft. Wieder zu geizig immer gewesen und die von TikTok genommen. So sieht's aus. Und dann gehe ich zu einem Friseursalon oder irgendetwas anderem, besorge mir Haare und Hautschuppen und alles Mögliche von ganz vielen verschiedenen Leuten und verteile sie überall. Dann lege ich so viele Spuren, dass sie nicht die richtige finden. Ha! Wir hatten die Idee schon mal, das ist ja alles okay, aber du hast das alles schon okay gemacht, ja. Du hast das beides manipuliert. Und nein, du bist nicht so dumm. Du wirst also weder dein Gesicht daran reiben, noch drauf spucken, noch es ablecken, noch drauf menstruieren, drauf pissen, drauf koten, deine Fingerabdrücke drauf verteilen oder mit einer Wurzelbürste über deine Hände gehen und die Hautschuppen über das Zeug verteilen. Ich werde auch nicht drauf kotzen. Du wirst nicht mal drauf kotzen. Oh, das ist natürlich ein bisschen, hinterlässt du DNA-Spuren, aber nicht übermäßig viele. Ich werde meine Bulimie so lange im Griff halten. Naja, der eine ist schon ein bisschen enttäuscht. Ganz schön locker, aber. Ich halte ihn fest. Jetzt schneidest du dir den Latex-Handschuh auf und das ganze Blut. Juri, passt. Das lockt wieder die Ghule an. Das sind aber ja keine Ghule. Cool. Warum wissen die jetzt nicht? Damit ich nicht tot bin. Die sind alle vom Zug überrollt worden. Jodi, habt ihr gemacht. Cool. Okay, wie wollten wir jetzt nochmal rein? Das war ja vorher schon über die Frage. Ja. Entweder wollten wir noch was bei der Tür da unten machen oder... Genau, wir wollten ja wissen, die ist wahrscheinlich einfach nur zu. So, wenn sie einfach nur zu ist, können wir sogar durch diese Tür rein und raus. Dann ja. Können wir zur Sicherheit eine Drohne irgendwie darüber fliegen lassen in der Zeit, damit wir sehen, wann wir freie Laufwege haben. Wir kommen dann hier raus, ne? Hier war eine Kamera, ne? Da war eine Kamera, ja. Ist aber ärgerlich. Ich habe das letztes Mal nicht ganz präzise gemacht. Und zwar, ich habe gesagt, die Kameras, die dort sind, die werden schon überwacht offensichtlich, ne? Und legen auch mal einige Dinge genau in Augenschein und so ein Shit. Ab und zu, nicht die ganze Zeit. Allerdings betrifft das eigentlich nur die Kameras an den Zäunen. Die von dem U-Bahn, das ist ja eine, die dort immer ist. Und die ist auch nicht beweglich. Und die scheint auch... Ich meine, du hast 6 Stunden da. Die scheint auch nicht so spezifisch mal durchgeguckt zu werden, wie bei anderen. Das war eine grammatische Fehlgeburt, aber das ist nicht so schlimm. Also wenn die nicht beweglich ist, dann gibt's auch eine Möglichkeit, sich daran vorbeizudingsen. Möglicherweise. Wenn ihr euch anstrengt. Okay, das finde ich gut. Dann von da aus da runter. Wo war denn hier die Eingangstür für die Beauty Farm? Unten rechts das Grüne. Ja, ganz schön weit weg. Sind da unten Fenster und so weiter, die alarmgesichert sind. Verdammt. Dann ist es vielleicht echt klüger, wenn wir über dieses Dach von der Werkstatt gehen. Ach so, was ich euch ja hätte, was ihr bestimmt noch wissen wollt, ne? Die Wohnhausfenster, so sie welche haben, die nach außen gehen, und auch das betrifft auch Sarkotel Beauty Farm und mehr, sind von außen nicht vernagelt, aber von innen mit irgendeiner Form von Hartplastik nochmal, da wirst schon. Machen Sie mal Ihre Wohnung auf, wir müssen da so eine Platte vors Fenster nageln, da hätten Sie die Fresse, kriegen Sie nicht ausstattet. Dann machen Sie mal einen Kühlschrank auf und Schnapsregal, das nehmen wir nämlich mit, wir sind Polizei. Ich hab Polizei. Na dann sollten wir aber die Tür von der U-Bahn von innen öffnen, aber letztendlich über das Werkstattdach vielleicht klettern. Wobei, wie weit sind da die Wege, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir da durchkommen, müsste eigentlich auch recht hoch sein, ne? Das ist nicht so viel.
60 Meter müssen das sein, Pi mal Daumen. Okay, das ist doch schon viel. Na, dann ist es vielleicht klüger, über das Dach von der Werkstatt zu klettern, weil dann, da ist der Weg viel kürzer. Den Sweet Shop kriegen wir Strom aus, ne? Ja. Da sind viele Leute drin, richtig? Installiert. Aber ja, da sind viele Leute drin, auch 24/7. Wenn wir da einfach nur, das Witzigste wäre, wenn wir einfach nur die Lüftung auskriegen, dann krepieren die Leute nämlich fast alle da drin. Was für ein Ding wirst du da ausmachen? Nur die Lüftung. Ich glaube, das ist jetzt akustisch, die was? Lüftung. Das, was die nicht haben, das möchte dir der Spielleiter damit sagen. Lüftung. Ach so. Die kriegen doch Vitamine, da können die doch auch mal arbeiten, wenn es ein bisschen warm wird. Das ist hoch, na gut. Was soll das? Das sind Sinnlose, die können froh sein, dass sie überhaupt irgendwas kriegen. Ja, du bist so gnädig zu denen, da hast du recht. Das stimmt schon. Ich habe ein Herz für arme Menschen. Manchmal. Immer. Die kriegen Vitamine. A, B, C, B-Amphetamin 12. B-Amphetamin 12? Kennst du nicht das Vitamin? Das ist leider inzwischen illegal, aber das hält mich die ganze Nacht wach und fit. Wird nur der Mund so trocken. Das gute alte Ampfe. Okay. Also Werkstatt oder U-Bahn? Und U-Bahn nur als Fluchtplan. Ich glaube, damit rechnen die nicht, dass man dann mitten rein flüchtet, weißt du? Also U-Bahn nur als Fluchtplan. Ja. Okay, dann müssen wir das Schloss von innen quasi schon mal vorpräparieren. Naja, da ist doch dieser Knopf. Naja, das wäre halt den irgendwie auslösen. Von dem Gang. Die meinen jetzt oben quasi, wo dann, dass das Oberhaus ist. Genau, damit wir das nicht großartig aufbrechen müssen. Aber das sollte sich doch eigentlich hinkriegen lassen, oder? Bestimmt. Oder zur Not könnten wir jemanden bitten, der uns da die Tür von innen aufmacht. Stimmt. Ich meine, das ist einfacher, oder? In der Tat. Na, die Frage ist überhaupt, also sollen wir alle drei reingehen? Ich nehme mal an, du willst sowieso, sagt sie dann in Richtung von Lu. Xu. Es sind immerhin deine Leute. Ja, hatte ich schon vor. Ansonsten kann einer im U-Bahn-Schacht bleiben oder da in einem U-Bahn-Ding bleiben und quasi die Türen aufmachen. Mhm. Wie sieht das denn so ein paar Etagen höher aus, nur für den Fall? Oder von innen? Die Fenster sind halt quasi so, dass man rausgehen könnte vom Schwimmbad zum Beispiel. Also wenn ich mich jetzt entschließen sollen würde, mit einer gewissen Strukturschwächungsdrohne mich ans Fenster zu poppen, kann ich dann da durchspringen? Ja, ich sag mal so, du kannst auch so da durchspringen. Vielleicht musst du einmal vorher dagegen treten und dann 2 Meter Anlauf nehmen, aber du springst da auf jeden Fall durch. Das geht schon. Also nach innen natürlich, ne? Ja, ja, klar. Das sollte gehen. Du hast zwar nur noch Stärke 7, aber schon okay. Ja, ich fühle mich so schwach, wie so ein Untermensch. Du bist ein Unterorg. Also nein, du bist ja ein Untermensch, weil du ein Ork bist, so rum. Neandertaler. Ich fühle mich so diskriminiert. Das kommt daher, weil ich dich diskriminiere, das ist schon okay. Ach so, und ich dachte, es wäre unbegründet. Dann ist der Hard-Exit ganz definitiv, ich spring durchs Fenster und renne zur U-Bahn, um dann da rein zu verschwinden. Naja, es ist die Frage, wollen wir uns trennen oder wollen wir zu dritt zusammenbleiben? Ansonsten kann ich auch an der U-Bahn selber bleiben und warten, bis ihr und dann entweder quasi eure Rückendeckung sein oder euch die Tür von innen aufmachen. Ich glaube, wir haben mehr Erfolg, wenn wir uns trennen, aber... Na, wir sind halt aufgeschmissen, wenn wir wirklich erwischt werden. Das ist halt so das Problem mit dem Film. Sobald man sich auftrennt, stirbt die ganze Gruppe. Weiß man ja. Na, zum Glück sind wir nicht im Film. Genau. Ja, und unbemerkt zu bleiben zu dritt ist weniger leicht als zu zweit oder alleine. Definitiv.
Das ist definitiv so, ja. Und wenn er weiß, wo das Ding ist, und ihr zusammen kriegt er ja auch ein Schloss auf. Das ist jetzt nicht das Problem. Das kriegen wir hin, ja. Das haben wir schon bewiesen. Mehr recht halt. Vielleicht einen Moment dauern, aber ich, ja, ja. Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr mit den Schlössern angefreundet. Andere Frage. Was machen wir, wenn wir vor dem Ding stehen? Vor welchem Ding? Diesem Knoten. Naja. Kaputt. Also sollten wir definitiv... Man muss mit rausnehmen, ne? Was? Ich dachte, wir könnten den doch einfach zerstören. Das war doch die Ansage. Ja, das ist der ohne Bonus. Der mit Bonus, den musst du damit rausnehmen. Naja gut, aber den können wir ja... Wie groß ist so ein Knoten? Je nachdem, was es ist. Die werden uns Spezifika genannt haben, hoffentlich. Ja, davon gehe ich irgendwie auch aus. Das können sie nicht. Okay, die meisten Sachen, die man runterbrechen kann, also von dem Ding, was nicht Bonus ist, kann alles sein. Ich meine, ein Knoten ist letztlich ein Betriebssystem auf ein bisschen Rechenleistung, eine Festplatte und ein Matrix-Signal. Das könnte echt für eine ganze Menge sein. Das, was ihr mitnehmen sollt, ist auf jeden Fall was Kleines, weil ihr davon auch letztlich nur die Festplatte bräuchtet. Da sind die Daten drauf. Es wird nicht größer sein, nehme ich mal an, als ein normaler Standrechner, und den kann Kaban problemlos tragen. Nein, den mitnehmen sollt auf jeden Fall. Da bräuchte er, selbst wenn es ein Standrechnergröße wäre, was völlig obsolet ist, und im Schwimmbad auch ziemlich auffallen sollte, bräuchte er nur die Festplatte davon für den Bonus. Und das andere musst du ja nur zerstören. Ich meine, das ist doch egal, wie groß es ist, du bist doch eine Waffe. Ja, vielleicht kann man es ja dann auch versuchen mitzunehmen. Das wäre dann halt schon nett, irgendwie so der kleine Bonus, aber... Genau. Also ich hätte dann wenigstens gerne eine Thermitfackel. Ja, wir könnten es, wir können ihn auseinandernehmen, wenn er zu groß ist, und verstauen, oder? Ja. Das wäre jetzt der Plan. Wäre jetzt nicht das, weil irgendwie ja, die Hauptfestplatte mitnehmen und dann raus. Ja, ja, aber wenn wir keine Zeit haben, dann würde ich da gerne irgendwas Brennbares dann drauflegen, was das Ding einfach einschmilzt. Wenn du gar nicht rankommst, dann schießt du einfach ein ganzes Magazin in die Richtung. Thermitfackel ist doch viel einfacher, das sehe ich auch ein. Ja, ihr habt das jetzt richtig verstanden, ne? Das sind zwei unterschiedliche Knoten. Ach so. Deswegen kriegt ihr zwei Programme. Den einen sollt ihr zerrumsen. Völlig egal, ne? So. Der andere, davon braucht ihr die Festplatte. Ah, okay. Das heißt, das ist okay. Und die meisten Festplatten SR5 sind echt klein. Also ein Standrechner, da hast du ja quasi Nexus. Naja, eben. Also und der berühmte Schwimmbad-Nexus ist mir unbekannt. Es wird vermutlich maximal so groß sein wie ein iPhone oder sowas. Sag mal ein iPad. Okay, ein iPad. Maximal größer. Dies ist keine Werbung für irgendwelche E-Produkte. Ich hasse Apple. Doch. Aber mir ist der Überbegriff eingefallen, weil ich sowas nicht besitze, weißt du doch. Smartphone. Und wie heißt es dann bei Smartpad? Nein, einfach ein Tablet. Tablet, genau. Siehste, Tablet ist es nämlich. Ich bin auch schon im Jahr 2017 angekommen. Nur nicht vollkommen. Nur nicht komplett. Okay. Dann ist doch das Sinnvollste, wenn wir uns dann tatsächlich auftrennen. Mhm. Ihr guckt, dass ihr über die Werkstatt kommt. Dann seid ihr nämlich direkt an dem Eingang von dem Ding. Wollen wir uns vielleicht noch davor verkleiden? Das wäre vielleicht irgendwie... Ja, das sowieso. Oder? Ja, nee, klar, aber es geht jetzt erstmal um den generellen Plan. Ich bleib drin in der U-Bahn, zur Not helfe ich euch dann oder komm dann raus, wenn ich es schaffe und kann euch helfen. Oder ich sorg dafür, dass ihr reinkommt. Jo, gut. Du bekommst auch noch einen Code für mein Auto. Falls irgendwie wirklich was komplett schief läuft. Okay. Wollt ihr die Tür der U-Bahn oben vorher oder also vorher schon präparieren oder nicht? Da ist Jojo ja für da. Na, frage ich, ob ihr das vorher machen wollt. Ich meine, mit vorher Tage vorher oder an dem Tag, die ich bereite. Nee, das kann sie an dem Tag machen. Das macht sie an dem Tag, das ist besser. Und dann kann sie zur Not nochmal, wenn sie dann unten drin ist, kann sie immer nochmal eine Nachricht schicken, alles safe oder so.
Weil sonst entdecken die das doch irgendwie und das wäre blöde. Das wäre doof, ja. Ziemlich ärgerlich. So, ich muss jetzt nochmal ganz blöde fragen. Gibt es eine Möglichkeit, um in vollkommener Dunkelheit sehen zu können? Naja, wenn dein Restlichtscheinwerfer groß genug ist, also eine Taschenlampengröße, damit kannst du schon ziemlich weit sehen. Damit kannst du vielleicht fast die Hälfte des gesamten U-Bahn-Gleisraums erhellen. Du meinst also, ich kann mir eine Restlichttaschenlampe mitnehmen? Ja. Gut. Ansonsten wäre IR möglich. Ja, aber IR ist halt Fluff gegen Crunch. Die Sache ist, Ultraschall wäre eigentlich das Beste, aber das habe ich nicht. Oh, Ultraschall muss man sich aber auch ziemlich dran gewöhnen. Wenn du das nicht kennst, ist das scheiße. Okay. Das Ding bei Infrarot ist einfach, da unten ist alles kalt. Ja, ist ja auch okay. Deswegen, ich weiß, dass es theoretisch geht, aber ich glaube einfach für das persönliche Feeling, wenn du nicht gerade ein Zwerg oder ein Troll bist, ist einfach Restlicht immer geiler. Okay, also ich werde Restlicht nehmen. Ich werde trotzdem meine Brille mitnehmen, denn da habe ich sowohl mein Smartlink drin, als auch eine Infrarotsicht, wenn es sein muss. Natürlich. Falls da unten doch ein Kritter rumläuft. Richtig. Oder eine Magma-Kugel. Die hätte ich gesehen, die ist hell. Oh. Vielleicht war es schon erkaltetes Magma. Dann ist sie auch nicht mehr gefährlich. Vielleicht liegt die inzwischen auf der Heizung. Sie ist ein Stein. Dann wäre sie angenehm warm. Das stimmt. Und die Heizung könntest du sogar ausmachen. Verdammt! Ihr habt wirklich an alles gedacht. Nicht wahr? Nee, alles ist geplant. Cutie! Scheint schon fast so, als wären wir vorbereitet. Genau. Ihr müsst alles mitnehmen, was ihr mitnehmen müsst. Ich muss alles mitnehmen, was ich mitnehmen muss. Also zur Not auch ein bisschen mehr Werkzeug für etwas größere Sachen. Auch die Werkstatt ist da so eine Möglichkeit, dass ich meine, wenn ich dann mit Dingsbums. Ach, wie heißt es? Seil mit Haken dran. Das Ding auf den Dach schmeißen. Kanone. Genau. Dann hochklettern, ne? Das ist so, denke ich mal, der Plan. Überhaupt kein Ding. Wollt ihr ein Klettergeschirr mitnehmen oder nicht? Ja, ne. Wieder da. Ja. Ja, es sollte nicht so laut sein. Das passt alles, okay. Gut. Ich hatte ja quasi mir die Fluchtpläne von dem Schwimmbecken etc. angeguckt. Ja, ja. Ich brauche da eine kurze Route. Das Ding ist folgendermaßen aufgebaut. Du hast eigentlich nur, das ist ja ein langes Ding, ne? Wie Kabans Nase. Genau. Und du hast da einfach nur einen riesen langen Gang von links nach rechts und davon gehen halt immer nach oben und nach unten die einzelnen Geschäfte ab und ganz rechts wäre dann die Treppe und der Aufzug. Das interessiert dich ja nicht, was Erdgeschoss ist. Und ganz links ist der Gang dann zu Ende und führt quasi hier so einfach ins, das, der Teil ist dann ungefähr das Schwimmbad. Ist vielleicht ein bisschen groß gewesen jetzt, aber ist egal. Das heißt, der Fluchtweg ist einfach nur, du gehst da raus und gehst den Gang dann bis zur Tür. Ist ein ziemlich langer Weg, aber Fluchtwege, Moskau, ach, du weißt ja, wie es ist. Die müssen lang sehr sein. Gut. Echt mal, die müssen lang sein, damit du genug Angst aufbauen kannst, denn dann hast du genug Adrenalin und bist schnell. So ist das nämlich. Ich sollte sowas konstruieren. Ich meine, wenn da vorne an der Tür ein Feuer ausbricht, dann... Da musst du dich echt drauf verlassen, dass du einen dicken, fetten Oak mit hast, der sich durchs Fenster werfen kann. Aber sonst ist cool. Hat sich ja auch im Bergewoi alles hier, ne, gelohnt. Ja, das war richtig cool. Gut, ich hätte dann trotzdem gerne meine Produkturverschwörungsdrohne und meine Flying Eye dabei. Okay, ihr wollt es heute doch richtig hart durchziehen. Wir beeilen uns jetzt quasi bei der Vorbereitung, meinst du? Damit wir nicht in... Gut, also. Ja. Verkleidung check, Panzerung check, Waffen check, habt ihr Strukturschwächungsdrohne, Kletterausrüstung. Jojo-Werkzeug, ihr beide ein bisschen Werkzeug, Kleinkram für Hardware-Scheiß. Ihr kriegt die Programme, easy, die funktionieren soweit. Weiter. Ich hätte gerne auch schallgedämpfte Pistolen dabei. Easy. Ich überlege gerade, ob ich auch... Pistole, schallgedämpft und? Ich überlege gerade, ob ich die eine schallgedämpfte Maschinenpistole mitnehme oder sowas. Ein bisschen viel des Guten, oder? Ja, ich denke auch. Muss es ja nicht übertreiben. Kannst ja zwei Pistolen mitnehmen. Ich würde dann die Ares Lightfire 70 mitnehmen.
Mit dem Spezialschalldämpfer. Der richtig gute, den man nie hören kann. Ja. Sehr gut. Jojo. Ich habe kurz über die Kolja Supreme nachgedacht, aber das wäre zu hart. Ja. Die ist klein genug. Also ich meine, die ist zwar größer als eine Pistole, aber du bist ein dicker, fetter Ork. Ich würde es noch durchgehen lassen. Die Jojo möchte gerne ihre Fischetti mitnehmen. Und zwar, weil die mehr Schuss hat und sie jetzt eh schon so viel Werkzeug mit sich rumschleppen muss und alles. Deswegen will sie dann wenigstens eine kleine Waffe haben. Hat die einen Schalldämpfer? Nee, ne? Ja, die hat einen Schalldämpfer. Get fucked. Okay. Ich rüste mich halt einfach mal mit 6 bis 7 Messern aus. Plus Kampfmesser, ne? So. Erinnert mich mal dran, dass ich irgendwann Kampfmesser nerfe. Das sollte ich dich jetzt schon dran erinnern. Ja, PB-3 scheint mir etwas unangebracht. Was? Gut. So, ich möchte gerne nur zur Sicherheit meine Monofilament-Kettensäge mitnehmen. Die ist ja nicht besonders groß. Da hat jemand Geschmack. Ja, aber Gott weiß, ob ich die nicht vielleicht doch brauchen sollte. Du hast gesagt, du hast Geschmack. Ich meine, zur Not musst du sie liegen lassen, mein Gott. Ja, eben, es gibt Schlimmeres. Sie begleitet mich zwar schon seit der ersten Staffel. Hatte noch keinen Einsatz? Nein. Doch einen. Ach ja. Doch, ja, um den Bonuspulli aufzuschneiden. Und in dieser einen Show. In der Show auch? Ja. Beim Heimwerker King? Ja. Oh Mann, ich war völlig weg. Okay. Das war eine der besten Folgen überhaupt. Ich nehme noch ein Dietrich-Set mit und noch ein Medikit, falls es wirklich... Und ein Medikit ist ein bisschen groß. Ja, nur Dietrich-Set. Na, ich meine, du kannst den allernotwendigsten Mistscheiß mitnehmen. Ein paar Mullbinden, Kompresse und irgendwas, um das zusammenzuchackern und eine Mini-Packung Desinfektions-Shit, aber ein ganzes Medikit ist ein bisschen groß. Okay. Wollen wir uns eigentlich einen Microtransceiver anbasteln? Dann sind wir, glaube ich, besser als eine Comlink-Schaltung, oder? Ja. Weiß ich nicht, was ist denn mit den Leuten mit hier elektronischer Kriegsführung? Funktioniert das? Also mit dem ganzen Kram, können die das auch detektieren oder ist das schwieriger? Ich habe keine Ahnung. Ihr beide habt Dafür Ahnung. Gibt es keine Regeln. Ihr das beide habt keine Ahnung, denn es gibt meine Regeln. Können sie, dauert aber ewig. Ihr seid ziemlich safe damit. Dann Microtransceiver. Du bräuchtest eigentlich spezielles Gerät damit und niemand rechnet so richtig damit, dass man das benutzt, weil, hallo, Matrix, bäh. Ja, aber dann nehmen wir doch lieber einen Microtransceiver, weil dann fangen die unsere Signale nicht so schnell ab. Ich formuliere es mal anders. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eure Kommunikation abfangen, ist kleiner, als dass sie euer Smartlink durch die Matrix irgendwann bemerken. Mit einem Microtransceiver oder generell? Mit einem Microtransceiver. Ja, dann nehmen wir das doch. Ja, ja. Und wir nehmen quasi auch den Störsender mit. Obwohl der Spieler, der gesagt hat, dass er uns mittlerweile zutraut, dass wir ihn immer mitnehmen. Das, heute tatsächlich nicht. Klein oder groß? Also, so groß, wie es geht und handlich ist. Er hatte doch irgendwie zwei. Der eine war Handheld und ein bisschen schwächer halt und zielgerichtet und einer war halt die Ultra-Mega-Kacke, aber das ist auch nicht so riesig. Ja, ich will den halt... An Karban ist noch Platz für den Großen. Ich will den halt dabei haben, für den Fall, dass wir Alarm auslösen, dass ich den einfach anmache und deren Kommunikation störe, weil wir haben noch einen Mikrotransceiver. Welche Stufe ist denn der? 5. Irgendwie was Hohes, aber bei mir steht nur Mikrotransceiver. Ihr habt auf jeden Fall keinen 5er Störsender. Achso, Störsender. Störsenderbereich Stufe 5 steht hier. Achso, ich habe einen Störsenderbereich Stufe 3 bei mir stehen und einen zielgerichteten Störsender zu Stufe 4. Okay, es gibt eine Möglichkeit, dass ihr einen 5er habt und das ist, dass ihr den von der Hackerin abgezogen habt. Das war Störsenderbereich Stufe 5. Dann haben wir den von der Hackerin mit abgezogen, das kann sein. Ja, ich glaube, nee, du solltest den, glaube ich, irgendwann solltest du mal deinen Aufbau aufrüsten. Stimmt, ich sollte meinen aufwerten, so war das. Weil wir den nämlich ganz Run easy... an der Brücke. Mhm. Insane. Ja, und deswegen steht der bei uns in der Gruppenkasse Störsender Bereich 5. Nimmt Jojo den Zielgerichteten noch mit? Ja. Auch schön auf den Wagen richten, das ist fies. Get fucked. Werde taub. So, und einen Atemluftfilter nehme ich auch. Jetzt wird's aber langsam viel, aber es ist sinnvoll.
Ja, und die Atemluft wenn den Atemluftfilter so quasi am Hals schon hat und sich nur noch aufsetzen muss, ist das kein Problem. Ja. Ist ja auch ja. viel kleinen Scheiß. Okay. Jutti-Freunde. Folgendes. Wer macht denn zuerst was? Es geht mehr oder weniger parallel, weil wir fahren natürlich in die Nähe ja. zu unserem Einsatzort und sie läuft in ihrem Einsatzort. Ja. Sie braucht wahrscheinlich länger quasi. Das kann man ja abstimmen. Deswegen. Und sie ist deutlich schneller als diese Drohne. Also wie gesagt, 20 Minuten besser meiner Meinung nach. Jojo hat die Schiene geölt, damit sie nicht quietscht beim Laufen. Du hast an alles gedacht. Ja, ich muss wow. das jetzt leider nochmal sagen. Lauf, Jut. Forrest, lauf. Werdet ihr parallel klettern, während sie unten die Tür vermutlich nicht mit dem Notfallknopf öffnet, sondern aufbricht? Sie. Dann würfelt ihr jetzt mal klettern. Ah. Ihr bekommt plus 1. Ah. Vielleicht ist das nicht dein Ernst. Das geht übrigens auf Stärke. Kaban könnte hochklettern und dich dann hochziehen. Okay, warte. Das geht tatsächlich. Kaban muss mal eine Probe werfen. Es geht nicht auf Klettern, weil es Klettern nicht gibt, sondern es gibt nur Akrobatik. Ja. Akrobatik, Gymnastik. Verzeihung. Oder so heißt es ja. Ich wollte mich auch gerade sagen, so, ich hab kein Klettern. Da hat jemand mitgedacht, das ist natürlich Akrobatik und wenn du es nicht hast, Kaban kann dich tatsächlich hochziehen. Okay, ich hab's nämlich nicht. Ach Gott. Jojo, von dir brauche ich natürlich nebenbei Schlosser und Logik. Das reicht mir übrigens. So, ihr beiden könnt mir schon mal schleichen und dir schick würfeln. Das macht aber am besten beide. Da kann Kaban dir nicht helfen. Mhm. Dauert ein bisschen länger. Aber du kriegst es auf. Kann ich übrigens dabei die LEDs so verschalten, dass es immer noch so aussieht, als wär's zu? Klar. Cool. Es gab auch keine Drähte oder sonst irgendwas. Ich werde vorher geguckt haben, ob irgendwas diese Tür sichert, was ich so nicht erkennen kann. Ich traue dir nicht. Tür ist offen. Cool. Also, was waren jetzt eigentlich eure Versteckenwürfe? Ich habe 2 Erfolge. Und? Ich einen. Na gut. Okay. Ich muss nicht würfeln, ne? Nee, ich bin im Gebäude, mich kann keiner sehen. Jojo. Denkst du? Wo gehst denn du jetzt hin? Warte. Es ist damit zu rechnen, dass die vielleicht zwischendurch die Tür aufmachen, um da reinzugucken. Das habt ihr weder als du da warst, noch als Kaban 6 Stunden da war, gesehen. Ja. Aber es wäre damit theoretisch zu rechnen. Richtig. Das bedeutet, hab ich eigentlich frische Spuren erkannt außerhalb dieser Tür, die von den Wartungstunneln abgeht? Also lag da Staub? Konnte man da Spuren erkennen? Da fährt ein Zug durch. Das wirbelt Staub auf. Also nein, du kannst keinen erkennen. Okay. Dann möchte ich außerhalb dieser Zuggeschichte bleiben. Also schon auf der anderen Seite, da wo auch die Tür ist, nach oben, die ich aufgemacht habe. Aber trotzdem irgendwie einigermaßen versteckt. Also so, dass ich reagieren kann, aber nicht, also irgendwo drin halt, aber nicht gesehen werde, wenn da jemand mal kurz reinguckt oder so. Gut. Du hörst ziemlich viel Krabbel um dich herum. Hä? Immer mal wieder in den Ecken. Ist jetzt nicht so, dass es überall um dich herum krabbelt. Ich möchte bitte wissen, was da ist. Ja gut, wenn du jetzt in so eine dunkle Ecke guckst, da ist natürlich nichts, aber es scheint so, als würde sich was aus deinem Lichtkegel dann immer rauskrabbelnd bewegen. Es sind aber keine Teufelsratten. Nee, aber irgendwelche fleischfressenden Käfer, das macht's auch nicht besser. Ihr beide auf dem Dach. Ja. Ja. Ihr seid auf dem Dach.
Wir wollen übrigens hin und wieder mal mit unserer Drohne drüber hinwegfliegen, damit wir eine Luftaufnahme sehen. Ach, also mit der Multitasking wollt ihr? Okay, alle Proben. Sie hat einen Drohnenpilot. Minus zwei. Ach so, okay, dann lass ich das mal durchgehen. Die Drohne hat einen ziemlich guten Piloten. Ne? Eure aller Drohnen haben einen ziemlich guten Pilot. Ich kann mich immer noch einloggen. Ja, aber die durften ziemlich gut autonom rumfliegen. Ja. Gut genug, erstmal. Zumindest, wenn das periodisch ist. Ihr seid auf dem Dach. Von Jojo kommt irgendwie über den Mikrotransceiver. Hier krabbelt irgendwas. Die wollte euch nur updaten. Bewahren Sie Flunkdisziplin. Entschuldigung. Solange es dich nicht essen kommt zurück. Sind unten Wachen zu sehen? Wo laufen die lang? Haben wir Zeit, um an die Tür zu kommen? Ja. Beobachtet uns schon jemand? Sag mal, was machen die Bilder da oben? Ach, lass sie doch, das ist doch am Mond ist heute. Man sieht einen Mond. Nein. Und ja. Also, euch beobachtet niemand. Und ihr könntet jetzt zur Tür huschen. Dann huschen wir zu der Tür. Sehr gut. Ja. Der Spielleiter hat schon wieder so einen Ton in der Stimme, da wäre ich schon mehr misstrauisch. Ja, das ist okay. Verderben. Ich gucke und halte die Augen offen. Und Xu öffnet die Tür. Ja, das mache ich. Na, also ich meine, du gehst dahin und die Tür geht auf. Oh, das ging einfach. Vorsicht, das ist verdächtig. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Wir nähern uns dann. Ne? Langsam. Bedächtig. Herzlich willkommen in der Süddonskoi Beauty Farm. Wir haben hier alles, was das Herz begehrt. Im oberen Stockwerk finden Sie ein Hasak-Hotel. Sehr günstige Preise. Der Waschraum wird extra für Sie bereitgehalten. Wie laut ist das? Ist das? Das ist nur, ja, das ist nur für euch. Ich schalte ja aus. Finden Sie alle. Moment, Didi nicht. Alle Annehmlichkeiten, die Sie auch in jedem anderen unserer vielen Filialen finden. Wir hoffen, wir können Ihnen dort weiterhelfen. Im vierten Stock finden Sie eine kleine Kindertageseinrichtung. Wir bitten Sie zu beachten, dass die Wartezeiten derzeit 4 Monate betragen. Gehen Sie den Gang bis ans Ende und Sie finden ein Schwimmbecken. Dort finden Sie alles, was zur Kontemplation, aber auch körperlichen Betätigung notwendig ist. Wir hoffen, wir können Ihnen helfen. Ich schalte meinen Comlink aus. Puh. Jutti, also, ihr guckt ja jetzt in diesen langen Gang, ne? Aha. Ihr werdet ja mitten in der Nacht so um 3 eingestiegen sein. Das sind immer die besten Zeiten, ne? Wisst ihr, wer nachts um 3 offen hat? Dr. Baryshnikov. Nee, aber der Staffer-Shack. Ach, scheiße. Wir sind Profis. Jojo, krabbelt ziemlich viel in der Umgebung. Wird mehr. Das ist ungeil. Und ich kann immer noch nicht sehen, was da krabbelt. Nimm, wenn du irgendwo hinleuchtest, ist es halt weg. Du weißt doch, wie das ist. Du bist nicht schneller als Tiere. Du bist lahm. Ich erscanne. Da hat's es gemacht. Ah, so. Ja, warte drauf, jetzt werde ich gefickt. Vor dir. Erscheint. Nein, es erscheint ja nicht, ist ja die ganze Zeit da. Eine Putte. Hä? Was? Alarm! 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 Das ist übrigens, als du erscannst, ist das mitten im Satz quasi. Also das ist ja kein Satz, also doch, es ist ein Satz, aber mitten im Wort, es scheint das schon zu machen. Länger. Das ist ein Watcher. Ja, der... 1, 2, 3. Wie war das mit Watchern? Die mussten... Ah, deine Magietheorie sagt dir, dass du keine Ahnung hast von Watchern. Kaban, hier ist ein scheiß Watcher. Wie ist das mit den Viechern? Du weißt nicht, dass das ein Watcher ist. Du machst erstmal eine Runde Ascan. Ja. Slowdown. Also, euch beiden kommt übrigens ein Kunde des Staffer-Shacks entgegen. Ich meine, ihr werdet eure Waffen nicht gezogen haben. Ihr tragt ein Klettergeschirr. Vielleicht auch Masken, also... Naja, ich dachte so Latexmasken, weil du gesagt hast, verkleiden und nicht vermummen. Ey, wir sind voll die Profis. So, Jojo, das ist, scheint ein
das Fragment eines Geistes zu sein vielleicht. Das ist auf jeden Fall das erbärmlichste Stück Astralwesen, was du je gesehen hast. Und es scheint kognitiv so fit zu sein wie ein Wachkoma-Patient. Kurz springen, bevor du noch irgendwas sagst. Der Typ guckt euch etwas verwundert, dann eher misstrauisch an. Ich strahl aus, dass ich hier gerade Urban Golfing spiele. Du hast deine Eier ausgemacht. Ja, das ist richtig. Mach sie wieder an. Aber ich mach halt meine Ausstrahlung. Es ist so Urban Golfing und mein Highscore ist halt bei 7000 oder so. War schon ziemlich groß. Das ist also völlig normal, dass ich hier nachts rumrenne. Oder mit einem sogar mit einem Kletterset. Genau. Urban Golfing, so wie in den Markus Heitz Büchern. Ich kenne das nur daher. Nee, ich kenne das gar nicht. Also doch, ich weiß, was du meinst. Weißt Urban du, was Golfing? Urban Golfing ist? Das ist richtig gut. Urban Golfing, jedenfalls so wie ich das kenne, ist es halt Golf in der Stadt spielen. Ah. Illegal. Mit der Gefährdung von Mensch und Ware. Ja, okay, vielleicht doch nicht so schlau. Urban Golf Light. Genau. Urban Golf. Das ist cool. Okay. Judy, du machst das, der Typ springt fast in eine Ecke. Also der wird sich ziemlich schnell in irgendeine Ecke begeben und sich dann zusammenkauern. Jojo beschreibt Kaban gerade über den Microtransceiver, was da gerade vor ihr rumkrakeelt. Mach mal Echtzeit. Hier ist irgend so ein komisches Vieh, das die ganze Zeit Alarm rumkrakeelt. Das ist irgend so ein Astralvieh, aber das ist echt mickrig. Was ist das? Mach es weg, das ist ein Roger, das ist nicht gut, der hat dich entdeckt. Kriegt das irgendjemand mit? Ja, der Meister von dem. Ist wie das ist richtig klug, wenn der das mitbekommt. Hört er das, wenn er da rumkrakeelt? Möglich. Ich guck den anderen Typen einmal böse an. Ja oder nein? Wenn du ihn wegmachst, dann ja, dann kriegt er das auf jeden Fall mit. Wenn er rumkrakeelt, keine Ahnung. Vermutlich. Ich bin gerade wirklich überlegt, ob ich den umbringe. Hey, ihr kriegt jetzt Deckungsboni? Also, ich gehe einfach weiter und sag ja, so ganz leise so, siehst du, da vorne, da ist der Ball. Mit dem, den Humus holen. Naja. Und doch, guck den anderen böse an. Hast du das 5 Eisen schon davon gelegt? Klar, Mann. Und ich hab eine Ahnung von Golfen, ja? Ja, und dann mach ich halt wirklich so einen und renn an dem Sprinter halt den Versisten vorbei an dem Team. Er wird hinter euch rausrennen. Scheiße. Okay, jetzt. Ihr hört Schüsse. Was? Ich meine zu der Tür von dem direkten Gebäude raus. Und er wird erschossen. Nein, ihr hört Schüsse. Schüsse bei dir, oder? Na, Schüsse schon ziemlich nah bei euch, ja. Ja. So vom Eingangstürenbereich circa. Okay. Das so. Wird. Okay. Jo. Mana-Barrieren halten auch magische Dinge, halten alles ab, was magisch ist, ne? Die Verbindung von dem Geist zu einem Magier ist ziemlich strong. Der dürfte eigentlich auch durch eine Mana-Barriere kommunizieren können, oder? Sie. Ja. Okay. Dann wird's schwierig. Das ist aber das Einzige, was ich habe, was irgendwie gegen Geister hilft, außer wenn ich ihn jetzt plätte. Oh, cool. Dann guck weiter. Ihr anderen würfelt mir Inni. Okay. Oder ist der Mann... Nee, der ist nicht manifestiert, ne? Boah. Nein. Was war nochmal Inni? Reaktion... Quatsch, 1W6, Entschuldigung, genau. Und den Wert addierst du dann plus Reaktion plus Intuition. Jojo fragt ihn, warum er so schreit. Echtzeit. Stimmt irgendwas nicht? Ich muss überlegen, was sie da sagt. Alarm! Alarm! Jetzt hör doch mal kurz auf zu schreien. Warum Alarm? Was ist denn hier los? Ja, Alarm. Sparen wir uns das. Er wird nicht sein. Okay, also er ist zu dumm. Hey! Hat Gefühle. Er hat stringente Handlungsweisen, Daddy Inni.
Ja, drei. Warte, ich muss noch meine. Es wären also 12. Kann man bei einem Geist das Attribut senken? Theoretisch müsste das gehen, ja. Also was ist nochmal Geschick und Reaktion, ne? Nee, du wirfst einfach nur ein W6. Du hast W6. Ich habe 1. Achso, und dann plus Geschick plus, Intuition plus Reaktion, genau so. Hab ich 9. So, und dann nimmst du die 1 dazu. Ich habe 9. Ah, okay. Yay! Ich hoffe, das ist nicht deren Reaktion, dann haben wir nämlich echt ein Problem. Oh, ich bin so dumm, Alter. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Ich hab Scheiße gebaut. Okay, wir wissen schon mal, es sind 4. Ja, wir sind kurz zu SR4 gewechselt. Aber jetzt wisst ihr immerhin, was ihre Grundidee ist. Doch auch schön. So, was heißt der ist? Doch. Oh ja, das hat euch. Das war richtig gut, das sollten wir jetzt immer so machen. Der ist schneller, der ist langsamer, der ist gleich schnell und der ist langsamer. Na gut. Und ja, du kannst das Attribut eines Geistes verringern, wenn du ihn anfassen kannst. Okay, das heißt, ja, kann ich also nicht. Hey, was bist du denn jetzt so? Der ist nicht manifestiert, aber ich habe eine andere Idee. Du kannst ihn anfassen, auch wenn er nicht manifestiert bist. Du bist ein Dualwesen, wenn du das kennst. Das stimmt, aber das kriegt ja der andere Magier mit, wenn ich den bezaubere. So weit würde ich nicht gehen. Nicht? Okay, dann würde ich es probieren. Logik senken. Gut, dann kannst du schon mal einen Nahkampfangriff mit plus 2 machen. Moment, das war nicht mein Nahkampfangriff, ne? Ich weiß, aber das war meine Ausweichenprobe. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Waffenlos, da. Force. Wie ist denn das, wenn sie nicht trifft, muss sie dann trotzdem die Force machen? Also den Zug? Ja, klar. Naja, auf jeden Fall. Sobald ich zaubere. Force. Okay, du hast gesagt, das ist ein mickriges Stück Astral. Das heißt, die Force muss gar nicht so ultra hoch sein. Dabei ging es nicht um die Attribute, sondern eher um das Generelle, aber ist egal, ja. Force 3. Aber ich muss jetzt erstmal meinen Touch-Only-Angriff machen hier. Ja. Das war Geschick und Dings, ne? Indeed. Das ist unglaublich, ich möchte das gerne etchen. Bist du sicher, dass du das etchen möchtest? Bin mir sehr sicher, dass ich das etchen möchte. Okay. Jetzt musst du noch deinen Zauber machen, ne? Ja, ja. Das ist ein Heilungszauber. Das ist unglaublich. Wie kann man so viel Pech haben? Ich möchte gerne mein zweites Edge einsetzen. Mein letztes. Bist du sicher, dass du dein letztes Edge dafür einsetzen möchtest? Bist du dir nicht. Naja, jetzt nein. Ist schon eins ausgegeben dafür. Ja. Nein. Ich versuch's gleich nochmal. Ich sag mal so. Was du jetzt verlierst, wenn du kein Edge ausgibst, ist eine Kampfrunde, in der er Alarm sagt. Ja. Vermutlich hat er das schon seit längerem getan. Das heißt, es ist völlig irrelevant. Okay, du hast recht. Gut, du kannst mir aber schon mal Ini für die nächste werfen. So. Und deinen Zug noch. Ihr Leute, da gibt's jemanden, der schneller ist als ihr. Das ist okay. Siehst du, und beim Entzug würfel ich wieder grandios. Ungeil. Ich wollte. Leute, die schneller sind als wir. Wolltest du einen Edge einsetzen, um zuerst dran zu sein oder irgendwas anderes? Daddy? Nee. Okay. Ich kann ein paar Schüsse in den Rücken vertragen. Das ist okay. Die sind ja noch nicht im Gebäude drin. Die haben erstmal eine Granate rein. Was? Da fliegt eine Granate rein. Bist denn du wahnsinnig? Ja, ich springe einmal in den Stab. In eine. Sofort. Entdeckung. Entschuldigung. Wo bin ich da? Bin ich halt. Er war ja gerade aus dem Schaffersteck gekommen, das heißt, ich kann also in den Schaffersteck reinspringen und bin dann außerhalb des Blendradius der Blendgranate. Blendgranate, hat er gesagt. Blendgranate. Du bist doch wahnsinnig. Hat er gesagt. Na gut. Wenn du dir 10 Inni abstreichst, kannst du in Stuffershack springen. Wenn du 5 Inni abstreichst, springst du mit nach vorne auf den Boden. Was soll es sein? Dann nehme ich minus 10. Okay. Ah.
Bin ich in Reichweite? Wahrscheinlich schon, oder? In Reichweite von der Granate? Ja. Man könnte das schon annehmen, ja. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich die ausweichen würde. Na, wie gesagt, also das machen wir nicht mit einer Probe, du sagst einfach das eine oder das andere. Bei 5 ist halt noch nicht ganz sicher. Du kannst letztlich einer Granate nicht ausweichen. Es sei denn, du spielst das Verschenk. Ich nehme die 5. Ich darf's eh nicht mit den 10. Ich kann eh nicht 10 opfern, ich habe eh nur 9. Stimmt. Na, Juti. Die machen ja geistigen Schaden, ne? Wenn das Blendgranaten sind, ja. Ich habe einfach drauf gehofft. Naja, Blendgranaten. Also. Keiner, der bei Sinn ist, wirft andere Granaten. Mhm. Da sind Leute drin. Er würde ja niemals etwas tun. Ich meine, die Leute, die rauskommen, die muss man erschießen, aber die Leute, die drin sind, doch nicht. Das ist doch totaler Bullshit. Alter, dieses Regelwerk öffnet sich nicht, aber du kannst schon mal Panzerung und Konzi werfen. Ich sage jetzt einfach, du kriegst kein PB, weil mein Rechner zu langsam ist. Das ist fair. Ja, eine normale Panzerweste. Naja, das müssten dann 9 sein plus Konzi. Leute, es tut mir leid, ich hab's total versaut. Nicht nur du. Also 9 Würfel plus 3 Konsti, oder? Genau. Alter, Junge, du bist aber ganz schön am Limit. Also, ich will ja nicht unbedingt sterben. Das ist gut, du hast 4G. Also, hinter da ist so eine richtig hässliche Granaten-Explosion, die natürlich nur eine Betäubungsblendgranate ist. Wir sind ja keine Unmenschen. Du hast schon eine Druckwelle, es fiebt einfach unwahrscheinlich laut in deinen Ohren. Ich hab Blitzkompensatoren. Ja, du bist nicht geblendet. Du hast dich auf dem Boden davon weggeworfen. Aber allein die Druckwelle und das Geräusch ist halt übel schlimm. Du hast ein übelstes Fiepen, du hörst einfach nichts. Für die nächsten paar Kampfrunden, keine Ahnung. Und es ist einfach übel verwirrend und desorientierend und alles. Kriege ich etwas davon mit? Ja, spätestens jetzt, weil ich dir nämlich sage, ach du Scheiße, wir werden angegriffen. Du hast eine Verbindung über ein Auto, du kriegst einiges mit, sag ich mal. Leute, raus. Ich weiß, das war überflüssig. Hey, Leute. Ich bestimme den Abbruch. Hier ist ein böser Geist, der ist mir ausgewichen. Geht mal raus. Ist nee. Okay, oder? Oh Mann. Machen die jetzt kalt und dann holt man sich recht. So, ja, Dally, das wird auf jeden Fall funktionieren. Dally hat ja nur noch 2 Ini. Da ist er jetzt gar nicht drin. Ja, das ist richtig. Mann, ey, dann nehme ich ja jetzt mal den Bullen. Okay. So, das seht ihr nicht. Das seht ihr auch nicht. Da ist immer noch der Bulle mit 9 dran, Alter. Das ist ja komplett insane. Daddy, du bist dran. Ah, nee, Diddy ist dran, der hat jetzt 4. 2 Messer in die Hände. Okay, du liegst aber noch am Boden. Dann, geh ich so. Ist da irgendwas, wo ich in Deckung so robben kann oder so ein bisschen mich dagegen lehnen kann? Du kannst die Decken von dem Typen benutzen, der Angst vor euch hatte. Ist eine einfache Handlung, um hinzugehen. Einfache Handlung wäre dann noch 2 Messer bereit machen. Aber du kannst bis zu 3 Messer bereit machen in einer einfachen Handlung. Wie sah denn seine Deckung aus? Nochmal. Das war ein Wasserspender. Ein Getränkeautomat. Die sind ziemlich massiv. Okay, dann mache ich das sogar. Und wenn das halt Richtung Tür, wo die gleich wahrscheinlich reinstürmen, gerichtet ist. Okay. Daddy. Und dann ziehst du noch 2 oder 3 Messer. Ja, 2. Okay, Daddy. Ich ziehe meine Pistole und gucke den Typen hinter der Theke vom Stuffer-Shack an. Nein, der ist jetzt hinter seiner Theke und wimmert, den siehst du nicht. Gut, besser. Der wird dir keinen Stress machen. Das war nämlich jetzt so. Ne...
Du ziehst deine Waffe, okay, einfache Handlung, was noch? Ich würde mir gerne einen Überblick verschaffen, was denn da gerade reinkommt. Du bist in den Laden reingesprungen. Du kannst hinrobben, sodass du noch so ein bisschen Deckung bist und das sehen. Ich würde gerne aufstehen. Okay, aufstehen, noch eine einfache Handlung, freie Handlung hinbewegen. Mit Deckung? Ja, das Ding ist folgendes, Danny. Ich hätte gerne Deckung, ja. Das Ding ist, wenn du aufstehst, wäre eine einfache Handlung genau beobachten dann leider nicht mehr drin. Du müsstest hinrobben, dann wäre eine einfache Handlung genau beobachten drin. Ja, aber ich stehe auf. Dann kannst du in der Runde nichts mehr sehen. Okay. Didi wird das schon richten. Auf jeden Fall. Das stimmt. Ach so, du siehst ja jetzt sogar. Naja, okay, das wäre jetzt nicht genommen. Penis. Es passiert nichts. Am Arsch. Ja, jetzt so. Das Gebäude in die Luft. Das wäre sehr wahrscheinlich. Würfel noch einmal Ini, okay? Ich biete euch was an. Ihr dürft die Ini von gerade behalten, wenn ihr möchtet. Ich hatte einen kritischen Patzer, also nein. Ich habe auch mal meine 14 jetzt. So. Warte, ich habe, glaube ich, irgendwas falsch. Doch, nö. Passt. Okay, doch. Ja. Jetzt auf jeden Fall 10. Jetzt kann ich in Staffelcheck reinspringen. Leider hast du ja durch die 4 geistigen Schaden nur 9, aber sonst ist cool. Okay, ja. Deli! Hast du Bock? Ich mache einen kurzen Blick und dann der Staff. Jetzt muss ich mal kurz hier. Moment. Warte, du kriegst eine extra Kampfskizze, okay? Ja, bitte. Dazu muss ich das Ding klären, aber das brauchen wir jetzt eigentlich eh nicht mehr. Richtig, ich brauche nur den Weg zur U-Bahn. Das hier ist eure Todeszone. Yay. Star Wars Shack. Ihr Tränkeautomat, das ist keine 6. Kurzer Überblick, du siehst hier eine Drohne, das ist eine so eine wie du hast, eine ein bisschen größer, aber unbewaffnet, die einfach noch guckt. Hier oben irgendwo muss hier dann die U-Bahn sein. Das ist keine 4. Ich kann schreiben. Fenster. Okay. Das wird eine komplexe Hand. Wir machen das mit einem Sturmangriff, oder? Ich weiß nicht, wie robust diese Fenster sind, aber. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Ich würde da gerne erst einmal. Langweiler. Na gut. Dann machst du mal waffenlosen Nahkampf. Aber hey, ich werde nicht ausweichen, versprochen. Es ist ein Fenster. Ja, und? Also einmal quasi rüberrollen, dann Fenster einschlagen und Die warten halt jetzt draus, ne? Das ist doch das Problem. Wenn wir nach hier gehen, dann kommen wir an diese verrammelte Scheiße, ne? Ja. Das ist ja quasi dann schon das eine Ende des Staffershakes. Das hier vorne ist total die Todeszone. Dieser lange Gang mit nur einem Ausgang ist keiner. Warte mal. Doch. Ich guck nochmal kurz meine Notizen. Ja gut, ich habe ja noch meine Flying Eye. Das ist ja, könnte uns noch helfen. Der ist aber nicht angesagt. Die doch, hier hatte ist von deinem Auto. Was? Der hat da angesagt. Das hab war eine der gesagt, ersten Sachen. Ich wollte dich nur testen, die hast du dabei. Gut. So, was sagt denn meine Luftüberwachungsdrohne? Wie ist denn da gerade mal so die Party draußen am Gange? Naja, die ist bestimmt nicht gerade zufällig in dem Moment über dem Ding, wo das euch passiert ist. Das heißt, du musst sie manuell herholen. Das wäre eine einfache Handlung für den Befehl. Ach, ich bin heute nicht so. Ihr dürft Edge würfeln, ob das so ist. Also du darfst Edge würfeln, das ist deine Drohne. Oh,
Und ganz zufällig, einfach, die ist ja in perfekter Position, um den Überblick zu haben. Alter, aber nicht nur das, die anderen Polizeidrohnen, die ganz zufällig ziemlich in der Nähe von dem Gebäude und vom Eingang des U-Bahn-Palastes stationiert sind und die bewaffnet sind insgesamt 3 Stück, lass mich die kurz einzeichnen mit Xen. Die sehen die nicht mal, denn du hast 3 Erfolge mit 3 Edge. So, da sind die 3 Drohnen. Obwohl wir es jetzt auch noch eingezeichnet haben, ich mache dafür grüne Kreuze. Oh, und hier. Und da. Das sind aber wirklich alle. Ich sehe das gerade eher nicht so. Können wir vielleicht 2 streichen? Das sind vielleicht Ampelmännchen. Warte mal, das eine ist ja ein Y, so kann ich das wirklich nicht machen. Das ist ja unverschämt von mir. Ja. So, jetzt ist es wunderschön. Und du sagst, hier ist Staffer-Check, wäre so und dann... Nee, ich hab das scheiße gezeichnet. Ich hab einen großen Fehler gemacht, warte. Lass mich das kurz klarifizieren. So, die ganz behinderten Striche da ganz rechts, das sind die Treppen, ne? Und dazwischen ist ein Aufzug. So, dort, wo ich den Getränke-Dings hingemalt hab, ja, das stimmt schon, aber ganz... Oh, fuck, warte, ich komme hier nicht mehr raus aus der Scheiße. Ich hab's übelst kacke gemalt. Der Getränkeautomat ist ja offensichtlich. Hier, da ist dann noch so links daneben eine Bank und rechts sind dann, und davon sind dann auch wieder Geschäfte. Oh, hier ist schon die Tür. So. Geht zwischen beiden Geschäften. Was? Also, wir machen jetzt einen Banküberfall, habe ich gehört. Ich will doch etwas retten. Quasi, ja. Und die Geschäfte haben natürlich immer an den Wänden dann nach außen haben die Fenster. So, und der Staffer-Shack, ja, der ist ziemlich groß, der passt aber von der Größe her. Ich muss dich mal ganz blöd fragen, Spielleiter. Ich habe das ja von außen gesehen, als ich mir das angeguckt hatte. Ist da ein Hüter um diesen U-Bahn-Schacht herum? Wahrscheinlich nicht. Du hast Ascent? Ich meine, ich hätte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht deine makellose Fleischgestalt durch Titan ersetzt hast, als du in der Nähe warst. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ziemlich dämlich gewesen wäre. Das stimmt, das wäre bestimmt ziemlich dämlich. Nicht wahr? Aber lass da erstmal kurz Daddy noch überlegen. Daddy, ist jetzt klar, wie scheiße ich zeichnen kann und was der Fall ist. Ja. Ich habe das harte Bedürfnis derzeit, mich durch ein Fenster dieswärtig zu entledigen. Cool. Ich weiß, das Erdgeschoss hier, was soll denn hier passieren? Das habe ich mir auch gedacht, außer dass da Panzerdingsbums vor ist, so Plastik. Ja, Hartplastik, wir übertreiben mal nicht. Und auf der anderen Seite vielleicht auch Bullen. Deine Drohne sagt dir nein, die sind noch nicht schnell genug. Eben, das habe ich mir nämlich auch gedacht. So, das heißt, Didi kriegt ein Handzeichen, dass er mir folgen soll. In den Staffer-Shack rein. Und dann renne ich zu diesem Fenster und waffenloser Nahkampf. Ja, ich versuch so schnell wie möglich über diesen Gang rüberzukommen und. Na, warte mal, ich glaube, du bist noch nicht als nächster dran. Okay, dann. Wir lassen erstmal kurz Daddy das Ding verprügeln. Passt. 4 Folge, kann nicht ausweichen, das heißt. Er lockt die Scheibe aus. Du hast 7 Stärke. Deine Knochen geben dir irgendeinen Bonus noch? Jo. Wie viel? 2? Meine Knochen machen irgendwas mit 10.000 Schaden, glaube ich. 3? Sicher, nee, das wäre jetzt gute plus Stärke. Plus 1, glaube ich, und dann K-Schaden oder sowas. Ich weiß nicht, ob das immer noch plus 1 sind. Du weißt gar nicht, welche Knochen er hat. Du hattest ja früher Stärke 8, deswegen. Waffenlos macht, ja genau, waffenlos macht 7. Plus Knochen sind vermutlich 8 oder 9. Vorher waren es 9 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich schon angepasst habe. Dann müssen es jetzt 8 sein. Jo. Gut, 8. Das heißt, sie macht 9.000. Das reicht mir eigentlich noch nicht. Also, du zertrümmerst es schon ziemlich heftig, aber du brauchst noch einen weiteren Schlag. Aber naja, gut, du hast ja nächste Runde bestimmt noch Zeit. So, Bulle Nummer 4 und Bulle Nummer 3. Nennen wir den einen doch Kripscher. Kripscher. Nee, Kripscher. Die sehen ja jetzt, was abgeht. Okay, also, die werden jetzt vermutlich beide nahe kommen.
Wahrscheinlich schreiend, hier ist die Polizei. Nein, damit halten sie sich nicht auf. Der eine hat jetzt natürlich keine Deckung, der andere nur so, ne, der andere hat ziemlich gute Deckung. Da sie euch noch nicht sehen, werden sie erstmal nur erhobenen Waffe da reinkommen. Der eine hat sogar eine Maschinenpistole, der andere nur eine lächerliche Pistole. Das ist der Uncoole von denen. Ja? Aus der Seite. Didi. Jetzt bist Messer du die weg. Ah, nee, erstmal ist Jojo dran. Wir wollen ja nicht so sein. Ah, ey, Jojo, du hörst von oben Geräusche von der Tür. Es ist kein Gekrabbel. Leute, ich muss zurück. Dito. Abbruch. Ich zisch ab zurück in den Gang. Cool. Didi. Strom aus? Fragezeichen. Kommt noch ja. Mikrotransceiver? Alles klar. Willst du mir ungefähr einzeichnen, wo die zwei tollen Ordnungshüter gerade stehen? Braucht ihr die U-Bahn noch? Kommt von Jojo? Nein. Ist okay. Schlecht. Dann mache ich die jetzt dicht. Der eine hat keine Deckung, der andere hat Deckung. Wer hat die Maschinenpistole? Das ist wichtig. Der ohne Deckung, denn der ist ein Loser. Okay. Messer ihn weg. Okay, dann würde ich sagen, fliegt das mal in dem seine Richtung. Mein erstes Wurfmesser. Gut, dann warte mal kurz. Da, wie viel, wenn das 15 Meter waren, dann sind das ungefähr 30 Meter. Hast du eine Sichtvergrößerung? Ja, ich habe Cyberaugen, also. Na, da hast du bestimmt eine eingebaut, oder nicht, oder? Nicht extern, also, ne. Das. Ich hab dich akustisch gerade nicht verstanden, war das nicht? Nee, hab ich nicht. Also extern noch eingebaut habe ich keine. Wie viel Stärke hast du? Ich hab Stärke 3. So. Throw Knife. Was hatte ich gerade gesagt? 30 Meter, ne? Ja, 30 Meter. Du kommst maximal 15 Meter. Und dann hättest du minus 6 zum Werfen. Ah, okay. So schlecht ist das? Das ist aber wirklich lächerlich. Ich dachte, das wäre weniger verzeihlich. Mehr verzeihlich. Ja. Also wenn na, das, wenn man ein Wurfmesser kann man das 30 Meter werfen. Man kann das 30 Meter werfen. Ich würde es dir erlauben, aber du bekommst immer noch minus 6 und minus 1, weil du aus der Deckung wirfst. Also minus 7. Ich gehe mal davon aus, dass das auf... Was würde das gehen? Nur Geschick. Geschick. Ja. Immer du noch kannst drei natürlich Edge einsetzen, wie du Bock hast, ist ja klar. Würde einfach mal meine Handlung ansonsten aussetzen und auf die warten, dass die näher rankommen. Weil die denken ja immer noch, dass es nur jemand im Staffelcheck ist. Ansonsten. Okay. So, Bullet Dings und Bullet Dings, die werden da auf jeden Fall bleiben. Jojo war schon, das passt alles. Wer sein Indy behalten will, sagt hier. Hier. Und die anderen Würfel neu. Du hattest 14, ne? Ja. Ich weiß, dass es ein dummes System ist, aber naja, was soll ich machen? Ich habe keinen Bock, das jedes Mal neu auszuwürfeln. Ah, dieses Mal bin ich aber auf 10. Der steigert sich wie ein echter Lümmel. So. Ey, Deli. Jo. Du bist dran. Jo. Ich mach das Fenster auf. Zeig mal diese Probe, die du mir unbedingt beweisen willst. Ah! Oh. Laura bricht sich die Hand. Hast du schon gewürfelt? Ja. War das, ja, war die das drei Erfolge? Diese drei Erfolge. Na gut, dann machst du ja immer noch. Was hat man gerade? Ich habe schon wieder vollkommen vergessen. 11 machst du jetzt. Minus 6 sind 7. Hat das nicht irgendwie 9 gehabt oder so? Dann wären es 12. Es ist nicht ganz so wichtig. Du wirst es diesmal schaffen, das Ding so zu zerbrechen, dass du ein Loch reinprügeln kannst und es dann mit deinen grobschlächtigen, geilen Monsterhänden auseinanderreißt. Geiler Das typ. Fenster hast du aber nicht gleichzeitig mit zerstört. So.
der sich freut. Und das ist Panzerglas. Nein, das ist irgendein Hartplastik-Scheiß. Bulle 3, Bulle 4. Ja, die hören wahrscheinlich Geräusche aus dem Staffel. Ziemlich laut. Ja, das kann man annehmen, ja. Na gut, okay. Bulle Nummer Maschinenpistole wird Sperrfeuer legen in den Gang. Und zwar insofern, als dass er den Eingang vorm Staffer-Check ziemlich gut abdeckt, sodass der andere Bulle, nämlich Nummer nicht Maschinenpistole, sondern sozialer Außenseiter ein Stück weiter vor kann, ungefähr bis hierhin. Danach wird es zu gefährlich. Jojo und Didi. Jojo ist irrelevanterer, deswegen Didi. Würde ich ihn momentan bekommen, wenn ich auf dem werfen wollen würde? Der ist bestimmt so schön näher ran. Du hast... Wenn das 30 Meter waren, dann sind das jetzt ungefähr 15 Meter. Damit bekommst du minus 7. Bist du sicher, dass du in deinen Cyberaugen keine Sichtvergrößerung hast? Ich habe standardmäßige. Hast du nicht? Okay, hast du nicht. Restlich Verstärkung und Blitzkompensation. Nee, ich habe gerade mal nachgeguckt, stimmt. Ich hatte das falsch in Erinnerung. Also es sind immer noch minus 7, aber du hast abgewartet. Ich würde so nett sein und sagen, deine letzten beiden Handlungen könnten also auch als Zielen gewertet werden, da würdest du nur minus 5 bekommen. Okay, dann gebe ich erstmal, gebe ich einen Befehl in mein Auto, Richtung, das ist auf jeden Fall da in der Nähe, an der Straße parkt, wo wir hinwollen. Hinten raus, okay, verstehe. Ja. Das war richtig. Ansonsten würde ich, weiterhin auf den Typen mit dem Maschinengewehr in Anführungszeichen zielen und falls der näher ran will, beziehungsweise anfängt nachzuladen, da eine Chance vielleicht ergibt. Okay. So. Kann man das nochmal dran? Jojo, du läufst. Mach das Fenster dann komplett auf, sodass ich und Didi raus können. Jojo macht die Dinger dicht, ne? Das hatte ich ja vorhin gesagt. Strom aus. Nummer, ne? Dings. Das habe ich vorhin schon gesagt. Alles auslösen. Richtig. Als wir das abgequatscht haben. Ja, okay. Also das wird jetzt bisschen Licht, dunkel. Das Licht geht übrigens aus. Deli, willst du das Ding einschlagen oder willst du durchhüpfen? Und ja, du kannst nach außen sehen und nein, da ist keine Polizei. Ja, dann einfach durch da. Weißt du, was geil ist? Du hast Freifall und Akrobatik. Du rollst dich auch noch cool ab. Eben. Und schüttelst gewagt die Plastikscheiben runter. Eiskalt. Willst du dir noch eine Kippe anzünden und die Sonnenbrille aufsetzen? Das Deal with it. Die ganze Zeit auf der Nase gehabt, die Sonnenbrille. Er ist so cool gesprungen, dass die Sonnenbrille auf jeden Fall noch auf der Nase ist. Er hat keine Sonnenbrille. Verdammt. Aber es wäre jetzt cool gewesen. Und hätte er das gesagt, hätte ich ihn jetzt auch erschießen müssen. Also. Ja, Sunglasses at night. Super Sache. So, Bulle. Andere Bullen warten draußen. Die haben nichts zu melden. Aber die anderen Bullen hatten ja 11. So. Der eine muss jetzt nachladen. Ah nee, das gilt die ganze Kampfrunde, ne? Dings. Ja. Dann halt kann der andere noch was machen. Okay, der andere kann aber nicht weiter vor wegen des Sperrfeuers. Haben sich aber gut ausgedacht, diese Trottel. Okay, so, passt. Didi, du bist dran. Okay, Kaban springt also gerade aus dem Fenster. Indeed. Okay, dann krieg ich's hin, dass ich rübersprinte und gleichzeitig ein Messer Richtung Polizist mit Maschinengewehr werfe oder... Nein, das kannst du machen. Fürs Rennen würde ich dir 2 Würfel abziehen. Das wäre dann bei minus 5 insgesamt mit deinen Zielen. Okay, und wie viel hätte ich dann insgesamt noch? Also ich habe... Minus 5. Dann ja sogar noch Geht auf Wurfwaffen und Geschick. Also, ja, Geschick.
Ja, und du könntest natürlich noch Edge vorher mit benutzen und Regler 6 und so ein Shit. Ja. Flummi, der Spruch ist genau andersrum. Der Spruch ist, geh nie mit einer Pistole zu einer Messerstecherei. Das hast du doch auf dem Dach gelernt. Ja. Aber das erwartet der Polizist ja nicht. Ich musste auch vorhin kurz überlegen, ob der Spruch nicht tatsächlich andersrum ging. Na, ich sag mal, leider wirst du ihn nicht treffen, weil er geschickt ausweicht. Durch vier Schritte zurückgehen und sich zur Seite drehen. Aber du darfst mal Akrobatik und Geschick würfeln, wenn du hast. Ansonsten gerne Geschick minus 1. Ist das schnell ein Wurf? Ja, ja. Klar, ist dein Wurf. Hey, ich bin klug. Reicht mir ein Erfolg? K-L-U-K. Mindestens? Mein IQ ist 48.000. It's over 9.000! ja, das reicht mir eigentlich, um durch ein Riesenfenster zu hüpfen. Du bist draußen. Flummi, du rennst auf den Ausgang zu. So eine Frage. Wenn ich die Möglichkeit habe, folgt der Watcher mir eigentlich? Nein. Ich möchte noch eine Barriere irgendwie vor Stings. Obwohl, nee, das ist dumm, da können die meine Aura dingsen. Kriegen die Tür sofort auf? Kriege ich das mit? Hat das gewirkt? Ist die Tür jetzt abgesperrt oder was ist damit jetzt? Welche, die oben? Ja, klar, die oben. Die oben hast du nicht gehört, dass sie aufging. Okay, Man muss natürlich schon mit einberechnen, dass du auch deinen eigenen Atem hörst und dich schnell wegbewegt hast in den Gang unten und die Tür unten zugemacht hast, sodass Geräusche vielleicht nicht unbedingt durchdringen. Das ist wahr, ich scanne aber nochmal kurz, während ich laufe. Ach nee, du hast Kabans Drohne mit. Also Kaba, du wirst ja mit allen deine scheiß Drohnen sich geteilt haben, ne? Ja. Selbstverfreilich. Gut, der Typ oben hat die Tür noch nicht aufbekommen. Okay. Retard Bulle, der einfach vor der Tür steht und rumschreit. Okay. Wie gesagt, ich erscanne noch mal kurz im Laufen. Folgt dir nicht. Folgt mir nicht, der brüllt aber immer noch. Keine Ahnung, du bist ziemlich weit weg. Dann spielt's auch keine Rolle, wenn er mir nicht folgt. Letztlich. Dass er mich überhaupt sehen konnte, aber gut. Nee, ich renne jetzt erstmal nur auf den Ausgang zu. Gut. Ihr beiden anderen, ihr würfelt jetzt aber ausweichen, bitte. Und ihr bekommt jeweils minus 2. Yay. Was war jetzt nochmal ausweichen? Reaktion, Intuition. Immer diese Luftüberwachungsdrohnen, Scheißdinger. Okay, wer von euch will Nummer 1 und wer von euch will Nummer 2 sein? Ich nehme Nummer 1. Nummer 2. So, dann mach doch mal, warte mal. Was, ihr hattet beide einen Erfolg, kann das sein? Ich hab 3 Erfolge. Der Herr hat 3 Erfolge. Gut, dann macht ihr beide Schadenswiderstand. Minus, hab ich im Kopf 1. Nein, minus 0. Mal wieder nachschlagen. Bekomme ich einen Abzug wegen dem geistlichen Monitor, oder? Nee, bei Schadenswiderstand nie. Bei allem anderen. Habe ich natürlich die ganze Zeit vergessen, das war nicht so schlimm. Konstitution plus, plus immer nachfragen. Der feine Herr hält sich für was Besseres mit seinen 8 Erfolgen, ha? Huh? Denkst du jetzt, findest nee, du das? Nee, eigentlich. Du bist jetzt cool. Haha. So, was ist denn so ein Grundschaden? Das ist ja ganz interessant. So, 3 nette Erfolge für Kaban. Und ja, ich hatte 5 Erfolge. Die hat gar nicht so einen hohen... Doch, hat sie... Puh! Daddy, mit dir macht das keinen Spaß. Mit dir möchte ich nicht mehr spielen, aber du bekommst immerhin 1K. Von einer Salve von 3 Kugeln, die dir ins Bein... in den Unterleib und in die Schulter treffen, erwischt dich immerhin die im Bein, so dass sie vielleicht 5 mm unter der Haut steckt. Ja, gut. Also so. Ist quasi Doppel-G, sagst du.
Kaban hat einen Mückenstich. Nein, es ist kein G, es ist K. Echt? Es ist K. Der diese beschissene Kackregel gibt's bei mir nicht. Was K ist, bleibt K. Jawohl, K. Hab ich verstanden. So, der andere hatte 4 Erfolge. Bei dem so hatte ich K. aber auch nur einen Nettoerfolg. Das macht 3K, immerhin. Das ist auch nicht schlecht. So, du hast zusätzlich zu deinen G jetzt auch noch 3K, weil du dich zwar den ersten beiden Kugeln irgendwie noch entziehen kannst, aber die letzte trifft dich in die Hand. Und schlägt durch. Welche Hand? Erfolg. Links. Richtig. Du bist Links- oder Rechtshänder? Rechtshänder. Links. Aber so. Das sind meine Cyberfinger. So nicht so ja, lecker. Beide. Wollt ihr mal was machen? Ja. Schritt 1. Höchstwahrscheinlich ist Daddy zuerst dran, sagen wir mal ehrlich. Schritt 1. Ja. Bereichsstörsender einschalten. Störsender anmachen, gute Idee. Ja, die Reichweite ist einfach auf jeden Fall nicht genug. Gut. Was? Stufe 5? Shit. Du hast den Störsender angemacht. Nächster Schritt, einfache Handlung war das. Genau. Andere einfache Handlung, auf diese scheiße Drohne schießen. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Drohne war. Juti, einfache Handlung, Drohne entdecken. Nur weil du Schüsse abkriegst, weißt du nicht, wo die bist. Hm. Wie ist? Wahrnehmung hätte ich da gerne. Ich vermute sie ja direkt über mir, mehr oder weniger, aber... Wenn sie direkt über dir wäre, hätte ich dich nicht würfeln lassen, keine Angst. Ich bin doch kein fieses Dreckschwein. Insane. Juri, sie ist, da ist ein Puff, ja. Und der hat oben so eine Neonreklame und die ist so in Halbdeckung dahinter. Ganz gewitztes Biest. Allerdings scheint sie gerade etwas verwirrt. Drohnen können nicht verwirrt scheinen. Sie hat ihren Lauf kurz nach rechts, links gedreht und verarbeitet offenbar Prozesse. Könnte sein, dass der Störsender funktioniert. Ja. Diddy, du bist dran. Rennen. Cool. Und schreien. Wegen Schmerz. Ah, okay, ich dachte, warum? Warum hat keiner dran gedacht? Wäre auch okay gewesen. Gut, so, die Drohne braucht auf jeden Fall... Guck mal, was der Pilot so kann, okay? Muss erstmal, wenn die eingesprungen war, muss er erstmal eine Crashprobe legen. Wer springt denn in diese Drohne ein? Moment mal. Ja, die hat ja Rückschuss-Modi. Können wir gleich eintüten. Die nehmen wir mit. Na, die Drohne schießt auf eine andere Drohne. Es ist keine von euch. Sie trifft aber leider nicht. Ah, schade. Ärgerlich. Kaban? Zieh Auto von unserem Xu und dann... Ist noch nicht da. Das ist noch nicht da. Das heißt, ich kann ihr noch... Ihr seid vor einer Kampfrunde rausgesprungen oder vor zwei. Ja, dann schieße ich diese Drohne. Zeig ich mal erst Zeugnis. Warte. Reichweitenmodifikatoren Pistole. Schießt mir ins Bein. Die wird nicht weiter als 15 Meter weg sein mit einer schweren Pistole. Willst du eine schwere Pistole oder Maschinenpistole? Ich habe die leichte Pistole. Die leichte Pistole. Ich habe ja keine Maschinenpistole mitgenommen. Willst du eine einfache Handlung aufwenden, um meine Sichtvergrößerung anzumachen, oder willst du minus 1 bekommen und dadurch eine Salve schießen können, wenn du willst? Nee, ich hätte gerne eine Sichtvergrößerung. Okay. Alles klar. Warum willst du die Drohne abschießen, die euch hilft eigentlich? Weil die gerade auf mich geschossen hat. Was mir vernünftig hat. Gut, die fällt runter und ist kaputt. Sehr schön. Aber ich habe noch eine zweite Drohne, auf die geschossen hat. Das war die, auf die geschossen hat. Au. Und die... Schießt wieder auf mich, oder was? Die müsste auch mal eine Pilotprobe machen, oder? Wahrscheinlich. Die schießt natürlich auf Kaban, denn Kaban ist ein dreckiger Wichser. Hat seine Drohne abgeschossen.
Der eine ist bewaffnet und der andere, der rennt. Man schießt immer auf den, der bewaffnet ist. Und der hat nur Messer. Das zählt nicht. Der hat ein Messer zu einer Schießerei mitgebracht? Alter, der ist übelst gefährlich. Wir schießen doch auf den. Ah. Nein, natürlich ist es Kaban. Kaban, du bekommst minus... 0. Gut, dann trifft's nicht. Dann hab ich ja meine... Bäh, uncool. Gut, Didi rennt weiter. Ich würde ihm dann jetzt folgen wollen. Obwohl, nein, ich schieße die Drohne auch, glaube ich, ab und renne dann hinterher. Na, was denn nun? Ja, ich schieße nochmal. Man muss das Zeug vom Start hier kaputt machen. Ist das so? Knapp. Die ist auf jeden Fall kaputt. Jüdi. Du holst die andere Drohne runter und es ist leise. Ist das nicht toll? Ruhe. So. Ich brauche von euch entweder Schleichen und Stärke oder Laufen und Stärke, je nachdem, was höher ist. Schleichen und Stärke. Zwei Erfolge, okay. Dann waren das die drei Erfolge, war das gerade entschießen? Die drei. Also, okay. Na Juti. Okay, euer Auto kommt. Sehr gut. Dann ab ins Auto und lass den Rigger seinen Mojo tun. Ja, Ach stimmt, mach Bodenfahrzeuge bitte einfach und Reaktion. Wenn du dich einklinken willst, bekommst du noch die Höhe deiner Dings da als Bonus. Ja, ich würde auf jeden Fall. Meiner, was bekomme ich als Bonus, warte? Deine Rear-Konsole, deine Stufe müsste 1 sein, ne? Ja, so bekomme ich plus 1, zu sagen. Genau, aber du hast ja leider so viel Schaden, dass du minus 1 insgesamt bekommst. Ah, also Geschick und Reaktion, oder? Nee, Reaktion und Bodenfahrzeuge. Reaktion, Bodenfahrzeuge, das ist ja noch besser. Das stimmt. Deswegen bist du ja ein Rigger. Könnte es sein, dass ich leicht verletzt bin. Möchtest du diese Probe etchen? Möchtest du? Naja, ich gehe mal davon aus, dass ich das auf jeden Fall machen will. Nicht. Es böte Vorteile. Du hast Welpenschutz. Bei mir musst du davon ausgehen, dass ich nicht wie bei Flummi einfach sage... Alles klar, du bist tot. Einfach nochmal denselben Wurf, ne? Nee. Nee, minus 2. Alle Nichterfolge nochmal. Genau. Okay, wir sind weg. Ja, also eine der Drohnen, die dann noch später nachziehen und ein Bullenwagen wird euch verfolgen, aber du bist ja bekanntlich der beste Fahrer von Jans Moskau, vor allem mit der Kiste. Deswegen wirst du nach einer packenden, kurvenreichen und durch enge Gassen führenden Verfolgungsjagd ungefähr 10 Minuten benötigend verschwinden. Jojo! Das ist voll am Arsch. Kein Auto, wir haben das Auto. Nee, nicht nur. Was hast du denn jetzt so vor? Nach 10 Minuten wirst du ja ungefähr die Hälfte des Ganges beschritten. Ich werde garantiert nicht in diesen Gang, sondern ich werde eine andere Abzweigung genommen haben, denn sonst bin ich super schnell am Arsch. Cool, mach mal Navigation. Hast du nicht? Ich werde aber kurz mit den anderen Rücksprache gehalten haben, davon mal abgesehen. Nein, die waren jetzt in einer sehr packenden Verfolgungsjagd und haben den Störsender an, was dich nicht zwingend beeinflusst, aber du bist unter der Erde. So weit ist deine Kommunikation jetzt auch nicht. Du würfelst mir erstmal Navigation, Intuition plus 2, denn euer 3D-Mapper ist doch shit. Das stimmt. Ich fürchte, Navigation gehört tatsächlich zu den wenigen Skills, die ich nicht habe. Hey, das hab sogar ich. Also. Weißt du, was witzig ist?
Na? Den Skill Navigation hatte ich vollkommen vergessen. Seit 3 Jahren habe ich den vielleicht einmal würfeln lassen. Und dann hat Didi gesagt, bei seiner Charakterbau-Dings, Navigation wäre eigentlich schon super nützlich, wenn ich das mal brauche bei Fluchtsachen oder so. Und ich dachte, boah, Alter, der Junge hat recht, Navigation ist eigentlich ein Skill, den man echt mal benutzen kann. Weißt du, dass das ein Skill ist, wo ich bei der Charaktererschaffung sagte, ey, ich habe ja hier mit den ganzen Schmuggelsachen zu tun, ich brauche doch bestimmt Navigation. Nein, du hast schon so viele Skills. Erstens ist es eine wahre Aussage zu diesem Zeitpunkt gewesen und zweitens, meine Liebe, muss man ja bedenken, was wäre denn logisch für den Charakter? Und Jojo war doch nicht jemand, der sich in packenden Verfolgungsjagden irgendwo langgewagt hat, sondern sie ging die Wege, die sie kannte. Und wenn sie die Wege nicht kannte, war es meistens kein Problem, weil die keine Bullen am Arsch klebten. Das ist absolut richtig. Siehst du, es hätte vom Charakter her einfach keinen Sinn gemacht, diesen Skill zu haben. Das ist wahr. Also Navigation plus Intuition plus 2. Genau. Also Navigation, also Intuition plus 1. Genau. Und außerdem hast du ja meistens Maps, aber da hast du ja keine Maps. Ich habe keinen Erfolg. Ich werde mich fürchterlich verlaufen. Du hast dich verlaufen. Okay. Es sei denn, du möchtest es jetzt schon. Im Labyrinth folgendes, ist es wichtig, immer abwechselnd links und rechts zu gehen. Folgendes weißt du vom 3D-Mapper. Es gibt keinen anderen Weg nach außen. Du könntest höchstens versuchen, dich in diesem Labyrinth zu verstecken, sollte jemand reinkommen. Das ist auch das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, ehrlich gesagt. Das wäre auch mein Plan. Cool. Vorerst. Weil ich mit nur noch folgen wirst du dich natürlich relativ schlecht verstecken. Warte mal. Weißt du, was traurig ist, wenn du Edge-Würfel würfelst und einfach noch immer keinen Erfolg hast? Warte mal, wer gleich festgenommen wird. Ich würde versuchen, dich irgendwann zu kontaktieren, aber so nachdem ich wir... Ich bin ja jetzt kein Freund von Cliffhangern. So, warte mal. Das magst du dich jetzt. Total vergessen, mein Freund. Hey, es ist 23 Uhr und Didi meinte, der muss auch in die Schule immer. Das ist gerade Ausfall. Das ist nicht so wichtig. Und Teddy muss auf Arbeit. Das ist einfach unverschämt jetzt, Flummi. Wir haben beide Urlaub. Du bist egoistisch. Ja, genau. Ich auch. Ja, also das in der nächsten Folge heißt es dann wahrscheinlich. Ja, in der nächsten Folge. Ich finde das ziemlich witzig. Jetzt hast du das auch mal. Ich hab das letztens auch. Wow. Leute, es ist aber überhaupt nicht so schlimm. Wir machen das einfach nächsten Montag. Hey, wir sind entkommen. Das ist das Wichtigste. Ihr seid doch beide entkommen. Ihr habt doch überhaupt keinen Cliffhanger. Denkst du, alle! So, falls jemand Vorschläge hat, was Flumi vielleicht als nächstes spielen könnte, dann schreibt's doch mal in die Kommentare. Das ist so eine Benji, ne? Das war nicht ernst gemeint. Hab ich gehört, die ist richtig gut. So, Metallingsflügel. User in your channel was kicked from the server. Deswegen gibt man übrigens Frauen keine Macht. Da sagst du einmal was über Schmetterlingshügel und dann wirst du gekickt. Schlimm, der arme Junge. Aber man weiß ja inzwischen, wie Flumi ist. So, für diese Angelegenheit habe ich aber meinen Spielern ein bisschen... die waren da ja nicht ganz zufrieden. Vor allem, weil ich mich dann natürlich immer weiter darüber lustig machen werde, wie das heute gelaufen ist. Aber ich kann gar nichts dafür. Jetzt pass mal auf. Erstens habe ich zum Glück nochmal... das ja alles nachgehört und bin mir ziemlich sicher, dass ich nie gesagt habe, wo das da versteckt ist, in welchem Geschoss. Und selbst wenn der in einem anderen Geschoss gewesen ist, wären da unten vielleicht auch noch Geschäfte gewesen, die offen hätten. Also war das trotzdem dumm. Und sie haben nicht wirklich lange diesmal geplant. Das mag vielleicht jemandem den einen oder anderen gefallen, wenn weniger viel gelabert wird und mehr gemacht wird. Mir nicht!
Ich finde, wenn die mit ihrem Leben spielen, dann sollen sie gefälligst auch mal ein bisschen vorher gucken. Könnten die magische Sicherheit haben? Und wenn ja, welche? So, das ist natürlich nicht so einfach, gerade in meiner Welt. Und gerade weil Flummi sich Gott sei Dank dafür entschieden hat, nicht ihren Körper zu verlassen, was ich ja vermutlich auch sonst verboten hätte. Dann hätte ich es vielleicht allen Magiern verboten. Weil ich das ist kein gutes Spiel in Shadowrun, wenn die Leute immer ständig aus der rumfliegen. Ich halte das für nicht gut. Halt die Fresse, du Scheißquitte. Auf jeden Fall. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, es ist nicht so einfach, aber es hätte ja Möglichkeiten gegeben, einfach nachzufragen oder so Infos zu kaufen, irgend so ein Shit. Und da sie es nicht gemacht haben, da muss auch mal so ein Run schief gehen. Das ist einfach so. Kann nicht immer alles klappen. No. Abgesehen davon, dass ich, was ich gerechtfertigt finde, was mir natürlich vorhalten ist, Kaban und Xu haben zu schlecht gewürfelt, die hätten eigentlich schon auf dem Garagendach gesehen werden können. Aber ich habe dann halt gesagt, okay, fuck it. Ich lasse die jetzt rein und zeige ihnen dann, wie dumm sie waren. Was natürlich nicht die netteste Art ist. Aber das hätte nicht ganz so viel Unterschied gemacht, weil wenn die Bullen die gesehen hätten, hätten die nicht gesagt Alarm, Alarm, sondern sie hätten Drohnen in Stellung gebracht und die dann flankiert und dann einfach weggesniped. Von daher, keine Ahnung. Putz. Na. Außerdem ist es ja wichtig, dass ich Erfahrung biete, welche Lernmöglichkeiten eröffnen. Ne? Also, dass sie da jetzt einfach mal was mitnehmen. Und sie lernen ja nichts daraus, wenn sie dann später sagen können, ja, aber wir haben ja einfach nur zu schlecht gewürfelt. Das ist ja einfach Zufall. Scheiße war's. Aber sie können halt nicht jetzt sagen, wir haben nur scheiße gewürfelt, sondern wir waren einfach dumm. Dumm und unvorbereitet. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal, ihr kleinen geilen Milzbros und Milzbroletten.